So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popuchen und damit herzlich willkommen. Ja, einige Funktionen, Abschnitte des Spiels funktionieren ja, es ist eine Demo. Wir spielen hier Resident Evil 4, die Chainsaw-Demo. Erstmal gucken, Optionen, Kamera, normales Gameplay, das brauche ich jetzt nicht. Anzeige, Grafik. Lass mich mal überlegen. Ablösung von Filmsequenzen, 4K Full HD. Na gut, 4K brauche ich jetzt nicht zwingend, ist mir aber eigentlich aus. Normal. Das ist aus, das ist normal. Das ist hoch. Okay, wenn ich ausmache. Aus braucht 4 GB, Raytracing braucht 6. Gut, kein Problem, hier war 12 GB vorhanden, ne? Ultra Performance. Ich verstehe jetzt nicht, wie zum Beispiel das. Also an sich finde ich das gut, aber wie kann denn Ultra Performance? Leistung. Gute Qualität. Jetzt nicht unbedingt. Vertikale Synchronisation 1. 144 Hertz. Ich probiere es auf jeden Fall mal. Ansonsten. Das ist ja krass. Ich fühle mich so ein bisschen beobachtet. Treiberversion des Grafikprozessors. Ja, von mir aus. Hauptstory. Ich finde es interessant, dass die hier die PlayStation-Steuerung einfach in die Demo mit reingepackt haben. Obwohl ich eigentlich auf dem Controller spiele. 30. September 98. So, ich meine, das geht so 20 bis 30 Minuten. Bin ich mal gespannt. Starb der Polizist in mir. In der Nacht wurde Raccoon City ausgelöscht. Schuld waren Umbrellas Biowaffen. Ich hab's rausgeschafft, aber viele andere hatten kein Glück. Später bat man mich, einem geheimen Regierungsprogramm beizutreten. Ich hatte keine Wahl. Das Training, die Missionen brachten mich fast um. Aber sie brachten mich auf andere Gedanken. Wenn ich jene Nacht nur vergessen könnte. Den Schmerz. Nur für einen Moment. Diesmal kann ich was bewirken. Das muss ich. Interessant. Ich fand es im Hintergrund eigentlich ganz interessant, dass wir da eine Trainingseinheit mit Leon und Krauser gesehen haben. Gab es im Original nicht. Ich habe das Original echt hoch und runter gespielt. 6 Jahre sind seit der Katastrophe in Raccoon City vergangen. Einem Beispiellosen von Umbrella Corporation verursachen biologischen Unglück. Leon S. Kennedy, ein Überlebender des Vorfalls und namhafter Special Agent, wird damit beauftragt, die vermisste Tochter des Präsidenten aufzuspüren. Die Suche führt ihn in ein abgelegenes Dorf in Europa, wo sie Informationen zufolge kürzlich gesehen wurde. Nichts, was Leon bisher erleben musste, konnte ihn auf den Albtraum im Wahnsinn vorbereiten, den er dort vorfinden würde. Kleiner Tipp, bevor wir jetzt hier weitermachen. Also wir machen schon weiter, wir müssen hier irgendwie Polizist suchen. Ja, nicht zurück, ja, ne? Ich bin mir immer noch ein bisschen unsicher. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Könnt ja in die Kommentare mal schreiben, ob ich mir das Spiel für die PlayStation holen soll. Da kostet 10 Euro mehr als. Also die Deluxe Edition für die PlayStation kostet 80 Euro. Bei Steam kostet die. Ne, andersrum. Doch, 79 Euro für die PlayStation und 69 für Steam. Bin auf jeden Fall mal gespannt. Viel kann ich nicht machen. Können uns bücken, okay. Wenn ich den Stick eindrücke, dann kann ich rennen. Das ist schon mal gut. Okay, durch Stacheldraht kommen wir nicht. Ist schon mal anders als im ersten, als
als im Original. Wie weit ist er denn gegangen? Okay, mit R1 kann ich auch rennen. Umschalten. Okay. Lecker. Hallo Hirsch. Nicht gut. Ein Jäger nimmt seine Beute wenigstens mit. Oh, das sieht hier so viel besser aus. Also optisch ist es echt der Hammer. Optisch ist es wirklich der Hammer. Ich finde es halt interessant. Ich habe so alles relativ hoch eingestellt. Meine sollte aber eigentlich nicht so viel Leistung fressen. Die Frage ist, warum komme ich nur auf 70 FPS? Alt und R. Nee, okay. Das Overlay. Braucht das Overlay so lange? Das ist niemals das richtige Overlay. Das bewegt sich viel zu selten. Na gut, man weiß ja nicht, was im Hintergrund läuft, ne? Das hat aber lange gedauert. Interessant. Ich frage mich nur allerdings, warum das Ding Chainsaw Demo heißt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Anfang ist. PlayStation-Steuerung. Ich muss hier ein bisschen umdenken, weil X ist beim Xbox-Controller nicht bestätigen. Ich hätte schon gehen für die PlayStation. Jemand zu Hause? Einfach damit ich im Schrank stehen habe. Wollte ich eigentlich auch mit Hogwarts Legacy machen. Aber da habe ich mir dann doch... Primitiver Talisman, das Urteil naht. Okay. Ist das irgendwie... Okay, optisch ist das schon echt ein Hammer. Da ist ein Raum. Ich weiß nicht, ob ich erst hier hin will. Sorry, dass ich so reinplatze. So ein Spiel. Hat man natürlich nicht gehört. Oh yeah. Der berühmte Roundhouse Kick. Ist die Waffe besser nicht weggesteckt? Das gefällt mir. Nicht. Ja! Herrlich! Schön. Aber Messer? Wo ist...
Och nee, machen die das? Haben die das Messer wieder? Haben die das Messer wieder haltbar? Och nee. Mario Fernandez Constante, Polizeibeamter. War man aus Haki? Da muss ich hin. Leons treuer Begleiter seit seiner Zeit beim Dingsbums. Aber die Frage ist jetzt, was hat das Dingsbums da zu bedeuten? Müssen wir das reparieren? Das fände ich ein bisschen blöd. Obwohl beim Resident Evil 4 hatte man eigentlich keine Munitionsbegrenzung. Also hatten wir jetzt selten Munitionswahl. Also Mangel, Entschuldigung. ich mit dem... Filmsequenz. Ich weiß gar nicht, wann die Demo rausgekommen ist. Ich höre Sie. Wie ist Ihr Status? Ich würde sagen, nicht gut. Was ist hier los? Leon, du bist Überlebender von Resident Evil 2. Das haben wir durchgepetzt, okay? Necesito burrito. Hier noch irgendwas? Nein. Was war das? Nicht dein Ernst. Hat also Leben verloren, aber... Hä? Ich hab echt nicht viel Munition, warte mal. Gibt's auch einen... Gibt's auch einen Muschi-Modus? Für mich? Okay. Halt nicht. Was war bei Resident Evil? No, fuck. Ich kann also hier entlang schleichen. Das ist eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber auf der anderen Seite. Wenn ich den irgendwie überraschen kann. Ich würde aber gerne wissen. Ob das Messer sich regenerieren kann. Macht ja keinen Sinn. Wenn halt ständig das Messer kaputt geht. Kommt der wieder? Ich
Oh, fuck. War nicht so cool. Vor allem hat das echt mit dem Messer viel ge... Okay, es liegt aber am Schaden. Das bedeutet, wir können es jetzt nicht abnutzen, während wir zum Beispiel... Ich weiß. Okay, okay. Jetzt habe ich es wieder. Genau, die zwei sind hier. Die standen eigentlich ursprünglich draußen. Und dann ist man hier... War hier was? Munition? Und dann ist man rausgeflogen. Aus dem Fenster gesprungen. Das war halt actionmäßig. Jetzt haben sie es eher auf Horror aufgebaut. Also sie haben schon sehr viel geändert. Also bis jetzt zumindest. Oh nein, Ashley. Was ist? Hier ist Condor One. Hannigan hier, wie geht's voran? Hallo. Die Präsidententochter, Baby Eagle. Sie könnte in diesem Dorf sein. Baby Eagle. Wie wir vermutet hatten. Gut gemacht. Brauche die Route zu einem See hier. Vielleicht ist sie dort. Verstanden. Ich setze mich sofort dran. Beeil dich. Mit den Leuten hier stimmt was nicht. Meine Begleiter sind... Was ist los? Melde mich. Natürlich. Ich find selbst raus. Das hätte man vom Original lassen müssen. Da muss man nicht unbedingt. Jagt er uns jetzt? Halt auch nichts zum Killen, ne? Nee, okay, schade. Ach, wäre echt blöd, wenn sie das Messer jetzt wieder... Aber ich befürchte, ja. Ich verstehe es halt auch nicht. Warum machen sie es nicht optional? Es wäre so schön, wenn man sagen könnte, yo! Messer kann kaputt gehen. Wollt ihr die Challenge? Ja, nein, vielleicht. Ich mag... Käsepizza? Bin aber mal gespannt. Das wäre schön, ne? Für die Leute, die den Challenge brauchen, klar. Oder mit einem Schwierigkeitsgrad verbunden. Ich finde es halt schade. Ich bin da nicht so der Fan von. Jeder weiß, Creme killen macht Sinn. Vertraut mir. Macht Sinn. Okay, so sehen die aus. Ich rate, die kann man kaputt machen. Okay. Ich erinnere mich so ein bisschen an das Dingsbums. An das Nachladen. Speicherraum ist mir immer sicher. Oh, sie haben Crafting reingemacht. Wirklich. Ja, Pistolenmunition, 5-mal Dingsbums. Okay, das habe ich mir schon fast gedacht, dass sie sowas einbringen. Ich kann nicht speichern, das ist immer gut. Mir macht der Titel Angst. Ich habe eigentlich noch keine Lust, gegen den Kettensägen-Typen, gegen irgendeine Kettensäge anzukommen. Wir konnten den Hund nicht helfen. Sie haben ihn sterben lassen. Sie haben es wirklich getan.
Voll schade. Ist halt echt schade. Ja, ich weiß, dass es da weitergeht. Die Frage ist nur... Wenn ich den Namen schon höre, da kommt mir echt die Galle hoch. Noro Sadler. Bin mal gespannt, wie gut ich das noch hinkriege. Oh, komm schon! Das habt ihr rausgenommen? Was habt ihr rausgenommen? Och nee. Crafting-Material im verbrannten Platz. Och bitte nicht. Macht nicht so einen Fail-Fehler. In Resident Evil 8 war es perfekt. Designentscheidung. Warum ändert man sowas? Ich find's dumm. Warum ist das Spiel auf... Das Spiel so wenig FPS. Verflucht. Entschuldigung, Leon. Na komm her. Jesus. Rotes Kraut. Und ich voll idiot, hab das Grüne schon genommen. Blendgranate kann man mal nehmen. Steuerkreuz verwechseln, das ist okay. Oh nein! Die haben die Dame hier entfernt. Aber warum? Im Original hast du da eine Bäuerin, die mit der Heugabel mal als Bild fungierte. Hier sind noch Köpfe. Ich dachte, es wären Krähennester, da ist nämlich immer ab und zu auch mal was drin. War ein bisschen unrealistisch, dass Krähen was fallen lassen, aber das fand ich halt super. Das Dorf. Muss er theoretisch? Da ist der Polizist. Muss er theoretisch nur lang, also im ersten, im Original und in den HD Remakes war es eigentlich so. Ich habe eigentlich keine Lust. Dann mal los. Verdammt.
Oh, komm schon. In der Demo, die... Oh, komm schon. Kann ich vergessen. Es ist vor allem voll nervig, solche Quicktime-Events in eine Demo zu bringen. Es macht halt keinen Sinn, weil ich will zwar nichts sagen, aber what? Es ist einfach so nervig. Ganze Zeit versuche ich X zu drücken und das ist halt. Wenigstens da könntet ihr euch bei der Demo Mühe geben, Cape kommen. Das ist schwach. Das ist schwach. Vor allem, wenn halt in Action drücke, drücke X. Ja, das ist schön. Ich will halt ungern in eins von diesen Häusern rein. Na gut, dann will ich es mal triggern. Dann mal los. Oh, komm schon. Man soll hier rein, um das Event zu triggern. Da kannst du nämlich den Chainsaw-Mann triggern. Dementsprechend wird das wahrscheinlich die Demo sein. Ja. Und da oben ist dann das Gewehr. Weil du kannst den halt nicht stunnen. Ihr wollt mich doch verarschen. Immer. Dieses scheiß Umdenken dazu. Mein Glückstag. Oh, perfekt. Fühlt sich alle so ein bisschen langsam an. Die GameCube-Version war. Das wird laut. Es nimmt kein Ende. Ja, ist doch gut. Natürlich. Vergiss es. Och, das ist dumm. Das ist dumm. Ich bin mir echt am überlegen, ob ich mir diesen Müll hole, ey. Bei aller Liebe zu Resident Evil 4, aber diese ganzen Animationen und dieses Smooth-Gedöns, das macht alles viel zu... Ich weiß nicht, ich bin kein Freund davon.
Was? So blöd. Also entweder mit Kettensäge oder gar nicht. Ja, ist auch beschissen. Wirklich die Steuerungssymbole ändern, um zu simulieren, dass ich dann da war. Da frage ich mal nicht, okay? War da nicht mal eine Granate drin? Ich könnte natürlich versuchen, so viel wie möglich zu killen, aber das Problem ist folgendes. Da hinten steht nämlich auch ein Kettensägen-Typ. Komm schon, warum sind die so... Messer kaputt. Warum denn auch nicht? Geht aufs Haus. Natürlich nimmt es kein Ende. Woher kommt die? Ja, du bist ja gezwungen, den zu nehmen. Das kann ich vergessen, es sind viel zu viele. Dafür ist das Spiel nicht ausgelegt. Sorry, aber das erste war knackiger in der Steuerung. Konntest du sowas machen? Draußen, das kannst du vergessen. Messer ist kaputt. Das ist super. Genauso muss das sein. Willst du nicht? Was? Das ist doch so blöd. Sie, da frage ich dich, aber irgendwie
Na. Tenemos que servir. Messer, das kaputt gehen kann, da habe ich doch jetzt schon keinen Bock mehr. Sorry, aber ja. Aber auf die Idee musst du erstmal kommen, dass du deine Anzeigeeinstellung halt erstmal ändern kannst. Dann sagt, ja, spielst du mit Xbox oder PlayStation? Kannst du nicht selbst erkennen? Das ist eine PC-Version. Aber okay. Na gut, wie man will. Kann man da wenigstens, können dann auch Leute, die aufnehmen, können dann verstecken, auf was sie spielen. Wo wollen die hin? Na gut, oder controllerfrei, das ist ja auch möglich, aber. Andere Spieler kennen das auch. Das war die Demo. Lass mich wenigstens noch das Dorf abgucken. Bitte? Okay. Das war mal eine kurze Demo. 21. Mai. Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Frage ist nur, will ich 10 Euro mehr für die PlayStation-Version ausgeben? Also PlayStation 5 Deluxe Edition, ist ja klar. Oder hole ich es mir für Steam von 10er weniger? Also auf Steam. Mein Rechner sollte das mitmachen. Schwierig zu entscheiden. Auf jeden Fall, war cool. Aber irgendwie ist Leon... Entweder kommt mir das nur so vor, die alten Spiele waren knackiger. Bin mir da echt nicht so ganz sicher. Naja, vielleicht muss ich auch erstmal reinkommen. Leute, macht's gut. Ne? Das war die Resident Evil 4 Demo. Ich freue mich aufs Spiel. So ein bisschen. Ich hoffe, man kann den Schwierigkeitsgrad ändern und einstellen. Tschüss.